Hi, hier ist wieder Mario auf der Musikmesse Halle 5, diesmal bei KORG. Vor uns steht hier der KORG Kronos 2015er Edition und neben mir steht der Silvan und der zeigt uns jetzt mal, was das tolle Teil hier alles kann. Genau, also wir sehen hier auch schon mal, optisch hat sich ein bisschen was getan. Wir haben jetzt hier diese schönen Holzseitenteile, ein neues schwarzes Chassis. Hier hinten sieht man auch leichte Veränderungen. Dann hat sich wesentlich hier auch am Display ein bisschen was getan. Ich habe jetzt hier beispielsweise die Möglichkeit, mit dem Touch-Display, mit dem Finger direkt Parameter zu verändern. Sei es jetzt beispielsweise hier der Flügeldeckel oder beispielsweise auch hier im Kombi-Mode kann ich mit dem Finger, so wie man das von Smartphones und Tablets kennt, kann ich mit dem Finger direkt die Parameter verstellen. Wenn wir gerade hier auch am Display sind, gibt es hier auch, merkt man sofort, ist das Ganze jetzt kunterbunt. Ich kann jetzt hier im Setlist-Mode die Schaltflächen auch farblich kennzeichnen. Ich gehe hier einfach auf Color und kann dann hier verschiedene Farben auswählen, macht das Ganze nochmal übersichtlicher. Ich kann jetzt zum Beispiel Pianos alle in Rottönen halten, Elektropianos in Blau, kann jeder so machen, wie er möchte. Dann gibt es auch noch eine weitere Funktion, dass das Ganze übersichtlich macht. Ich kann jetzt hier statt 16 Slots 8 oder auch nur 4 Slots anwählen. Hat den großen Vorteil, dass jetzt hier zum Beispiel diese Detailbeschreibung der einzelnen Sounds, kann ich jetzt nämlich hier in der Schriftgröße auch ändern. Ich kann jetzt sagen, okay, habe jetzt keine Brille an oder ich sehe sowieso schlecht, dann kann ich mir das Ganze hier ein bisschen größer anzeigen lassen. Macht das für den Live-Einsatz deutlich übersichtlicher. Genau. Des Weiteren haben wir hier eine neue Piano-Engine drin, die nennt sich SGX2. Werde ich nachher auch klanglich mal kurz vorführen. Hier kam nämlich ein Unacorda-Pedal, also das Soft-Pedal dazu und die String-Resonance. Das bedeutet, ich habe jetzt hier freischwingende Saiten, wenn ich das Haltepedal gedrückt halte oder Tasten gedrückt halte, schwingen diese mit. Das ist also auch eine Erneuerung. Dann natürlich auch hier das Berlin Grand. Das ist ein sehr detailliert gesampelter Bechsteinflügel, der kam jetzt hier auch neu dazu. Und wir haben Famous Song Sounds. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel in den Program Mode geht, werde nachher auch ein paar anspielen, kann man jetzt zum Beispiel hier in der Kategorie A Pianos, also Akustikpianos, sieht man, dass es hier sehr, sehr viele Presets gibt, die nach einem bekannten Song genannt wurden. Das sind schon völlig fertig programmierte Songs. Und ich kann einfach diesen Sound anwählen und direkt diesen Titel spielen oder mich inspirieren lassen und einen anderen Titel spielen. Genau, und ich würde sagen, wir hören da mal ein bisschen rein, würde ich sagen. Ja, vielen Dank schon mal und dann gibt es jetzt was zu hören.
Ja, vielen Dank für den schönen Klangeindruck. Wir sind jetzt gerade mal hier einmal um den Tisch rumherum gegangen, weil den Kork Kronos gibt es natürlich nicht nur in der Variante, wie wir ihn eben gesehen haben, sondern, wie jetzt der vor uns steht, auch mit 88. Genau, das ist die Variante mit 88 gewichteten Tasten, mit der RH3-Tastatur. Ich habe eben die 61er-Variante gespielt und es wird den neuen Kronos natürlich auch in der 73-Tasten-Variante geben, mit gewichteten Tasten. Die Liefersituation von allen Modellen sollte zurzeit kein Problem darstellen. Also einige Stückzahlen gingen bereits raus und ich schätze mal, dass im April und Mai weitere Stückzahlen zur Verfügung sein werden. Also auch bei euch bei Session sollten die Instrumente lieferbar sein. Hervorragend, dann freuen wir uns schon drauf, den weiter bei uns im Laden stehen zu haben. Kommt auch mal vorbei, testet euch an, ihr habt es gerade gehört. Lohnt sich auf jeden Fall. Und Tastatur, Bedienelemente machen super Eindruck. Großes Display, was will man mehr? Ich bedanke mich und wir gehen weiter. Hier bei Kork gibt es noch ein paar weitere Neuigkeiten, die wir uns anschauen. Vielen Dank.